Ja, seit circa 2 Jahren laufen mit der Raiffeisenbank München Süd die Gespräche über die Platzierung einer möglichen 24-Stunden-Mietfahranlage in der Geschäftsstelle Forstenried. Und wir standen natürlich vor gewissen Herausforderungen, weil im Tresorraum natürlich bereits eine Schließfachanlage installiert war. Das heißt, wie schafft man denn das überhaupt, diese Anlage zu versetzen und an der gleichen Stelle eine 24-Stunden-Mietfachanlage aufzustellen? Ja, die Raiffeisenbank München Süd ist in der Tat ein sehr innovatives Unternehmen und was uns besonders freut, ihre Kundenanforderungen, also die Anforderungen der Bankkunden stehen dort im Fokus. Und man hat genau diesen Trend bei der Raiffeisenbank München Süd erkannt und adäquat gehandelt und bietet damit genau auf diese Kundenbedürfnisse zugeschnitten eine Lösung an, die genau den Nerv der Zeit trifft. Ja, ich freue mich wirklich drauf, wenn wir hier eröffnen, weil die Sicherheit für unsere Kunden wird deutlich erhöht werden. Es geht nicht nur um die Schließfachanlage, sondern insgesamt auch um die Automaten, um die Überwachung. Das heißt also, wir haben hier was geschaffen, was echt dem Kunden einen Mehrwert an Sicherheit bietet. Also der Kunde ist geschützt, ist sicher und kann letztendlich auch nach seinen Bedürfnissen selber entscheiden, wann er ans Mietfach möchte.